So, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Und wir haben hier die nächsten beiden Welten, in die wir vorpreschen können. Und genau das werden wir jetzt auch tun, indem wir hier die Einsätze fliegen. Und ich würde sagen, wir fliegen erstmal den Expressweg der Antike. Und was haben wir denn hier? Hyrund Level 5? Oder Level 4? Kann ich mir irgendwie angucken, was die Abilities machen? Nee, oder? Ist die Frage, was ist besser? Ja, Falcon Level 2 oder Hyrund Level 5? Und ich schätze mal, ich glaube, Hyrund Level 5 gefällt mir besser. Von daher starten wir doch noch einfach mal durch. Und gucken mal, wie viel Schätze wir hier kriegen können. Drücke Kreis, um eine Rolle auszuführen, das wusste ich schon. Weiche Gegner mit der Rolle aus, das wusste ich auch schon. Schatzliste gibt es wieder mal 8. Von daher, genau, let's go. Schauen wir mal. Und die Musik ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Das erinnert mich jetzt irgendwie an FCO. Ich glaube, die Musik war Mitte der 2000er irgendwie ziemlich modern. So zumindest in Videospielen. So, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache hier. Weil ich habe irgendwie das Gefühl... Oh! Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann nicht wirklich... ich mache nicht wirklich Schaden in irgendeiner Art und Weise. Es ging nur darum, glaube ich, einfach das richtige Ding zu treffen von den beiden. Und so prinzipiell auch, dass wir hier so eine Art Rennstrecke, ich sag jetzt einfach mal so eine Art Rennstrecke, hier entlang fliegen, das erinnert mich gerade echt an FCO. Was ich persönlich ziemlich cool finde, ich finde FCO extrem geil. Und ich würde mir echt wünschen, Nintendo würde da endlich mal einen neuen Teil bringen. Aber ich weiß nicht, wie sehr euch das interessiert. Immerhin schaut ihr hier Kingdom Hearts auf einer Sony-Plattform, von daher keine Ahnung, ob euch FCO überhaupt was sagt. Je nachdem, wie alt ihr seid, definitiv nicht. Denn der letzte F-Zero-Teil kam vor wie vielen Jahren? 12? 10? 12? So ungefähr. Ich glaube, früher als das als Kingdom Hearts 2 ursprünglich auf den Markt kam. Also, ja. So viel dazu. Wow! Hallo, die Waldfee. Puh, mir geht's gerade nicht so wirklich gut, aber wir haben den Gegner besiegt. Dafür gibt es jede Menge Punkte und jede Menge Leben. Also Leben bin ich definitiv wieder voll. Punkte haben wir auch einige und ich glaube, es gab sogar einen Schatz. Wenn es dafür keinen Schatz gab, da weiß ich auch nicht. Yes! Hyrund Level 6 kriegen wir dafür. Perfekt. Da habe ich sogar in der richtigen Richtung gemacht. Außerdem kriegen wir Invincible Level 2. Ich habe nicht mal Invincible Level 1, aber Level 2 habe ich gekriegt. Dafür nur die Hälfte der Schätze. Ist allerdings halb so wild. Medaillen Level 12. 110.000 Punkte ist, denke ich, ganz okay. Und wir haben ja schließlich noch die Scherbenbresche hier. Von daher fliegen wir den Einsatz einfach auch mal noch geschwind. Geschwind wie der Wind. So, wir haben hier Hyrund Level 6. Das ist schon mal ordentlich. Auch wenn ich die minus 1 bei dem Ding unten rechts nicht verstehe. Und Invincible Level 2 geht extrem auf Lebensenergie, schätze ich. Hat dafür weniger Feuerpower und bei weitem weniger Agilität. Wenn ich das da unten richtig lese.
Aber ja, lass uns einfach mal mit Highwind Level 6 da rein starten und wir werden ja irgendwann noch sehen, was die... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwann noch verstehe, was die ganzen Symbole heißen. Bei den meisten kann ich mir es denken. Aber gut, lasst uns beginnen. Der Medaillenlevel wird in der linken oberen Ecke angezeigt. Okay. Sicher? Sammle nach dem Abschließen von Gegnern Medaillen auf, um mehr Punkte zu bekommen und einen höheren Medaillenlevel zu erreichen. Ja, das war mir jetzt auch nicht unbedingt neu. Hier gibt es allerdings wieder jede Menge Schätze. Von daher schauen wir doch mal, ob wir das kriegen. Sind wir ja auf jeden Fall wieder F-Zero-mäßig unterwegs. Und ich meine, wenn ihr das hier mal mit einem Gummijet-Level des ersten Kingdom Hearts vergleicht, das ist doch ein Witz, oder? Also das erste Kingdom Hearts ist dagegen einfach nur ein Witz. Da hat Square Enix das Spiel, also im Allgemeinen, ja einfach so, so viel besser gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Und ich bin jetzt echt ein bisschen traurig, dass ich bisher so wenig von dem Spiel gespielt habe. Ich habe das einmal durchgespielt, damals, als es rauskam. Und ich bin jetzt echt ein bisschen traurig, dass ich seitdem einfach nicht wieder gespielt habe. Weil es ist so dermaßen cool. Und wer weiß, ob ich das Spiel jemals wieder gespielt hätte, wenn Square Enix hier die... Also auf der einen Seite hätte ich das Spiel vielleicht... Es gibt zwei... Ich erzähl's so. Es gibt zwei Gründe, warum ich dieses Spiel jetzt nochmal spiele. Auf der einen Seite, weil mein Chef extremer Kingdom Hearts Fan ist und mir mal erzählt hat, wie die Story hier eigentlich funktioniert mit den ganzen Spin-Offs, weil ich ja wie gesagt eigentlich ursprünglich dachte, dass die Spin-Offs für die Story völlig irrelevant sind und ich das einfach nur nicht so wirklich verstanden habe. Zur anderen Seite hat Square Enix hier Kingdom Hearts 2.5 halt geschafft, also die Remakes für die PlayStation 3. Und das sind zwei extrem gute Gründe, Kingdom Hearts, prinzipiell jedes Kingdom Hearts, nochmal zu spielen. Ansonsten bin ich mir nämlich wirklich nicht sicher, ob ich die Harze nochmal nachgeholt hätte für Kingdom Hearts 3 drin oder ob ich einfach weitergespielt hätte und mich wundern würde, warum ich kein Wort der Story verstehe. So, können wir das Ding hier vielleicht endlich mal fertig machen oder immerhin, es fliegt jetzt. Das sollte uns zu denken geben. Ich meine, ich schieße immer schön auf das Einzige, was ich hier anvisieren kann, weil mir das meiner Meinung nach sagt, was ich eigentlich angreifen kann. Oder unten. Jetzt habe ich es nur mit dem Anvisieren nicht hingekriegt, weil so viele andere Gegner auf dem Bildschirm waren. Aber gut, wir haben es soweit geschafft, mal wieder den Reifen hier leider nicht besiegt. Aber den Pfad gesichert und kriegen hier von irgendwo noch Medaillen her, scheinbar. Highwind Level 7, perfekt. Medaillen Level nur 3, das ist natürlich nicht sonderlich gut. Schätze auch jede Menge nicht gekriegt, allerdings auch wieder... genau die Hälfte. Krass, alles klar. Na ja gut, dann insgesamt nicht so viel schlechter. Wahrscheinlich, es gab ja auch weniger Gegner. Klar, dass man da nicht so viele Medaillen kriegt, aber naja. Eventuell gibt es ja irgendwie irgendwo die Möglichkeit, diesen Reifengegner zu besiegen und dann gibt es richtig Punkte, richtig fett Punkte. Aber gut, hier haben wir zwei interessante Welten und bevor ich entscheide, zu welcher ich hier als nächstes hinfliege, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um... das Kolosseum. Von daher sehen wir uns im nächsten Part hier in der Arena des Olymps wieder, wo wir wie auch immer mal versuchen, einen Cup zu schaffen.